So Leute, ich weiß, ihr habt keinen Bock auf Werbung, ich eigentlich auch nicht so, aber ich muss hier mal gerade aoeah.com hervorheben. Das ist eine ziemlich geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League oder FIFA oder Fortnite. Und mit dem Rabattcode BOMBAY erhaltet ihr auf euren Einkauf 3% Rabatt. Jo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Stone. Ich bin euer Bombay und wir zocken heute FIFA. Aber wir zocken nicht so wie letztes Mal FIFA, sondern wir zocken heute FIFA, wofür es gemacht worden ist, Leute. Von der Couch und vor allen Dingen FIFA mit Shisha. Ich habe die Shisha am Start. Und die werde ich mir jetzt schön währenddessen geben. Dafür ist FIFA gemacht, Leute. Ich sage es euch. Und wir zocken natürlich heute Ultimate Team. Ich werde euch so ein bisschen updaten. Was sich in meinem Team getan hat. Ich werde euch vor allen Dingen auch mal sagen, wie ich jetzt als einwöchiger FIFA-Zocker FIFA 20 sehe. Und ich muss direkt vorwegnehmen, Leute, es sieht nicht gut aus für FIFA 20. Ich habe mich hier jetzt im Squad Battle auf Elite 1 hochgezockt. Also ich habe echt schon ziemlich viel gezockt in der Woche. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach haben die FIFA richtig verschlechtert. Also FIFA 20 ist so scheiße. Wir werden auch heute ein bisschen zocken. Wir werden auch wieder ein Pack-Opening machen. Natürlich, Leute, zu jeder Folge gibt es natürlich ein Pack-Opening. Und ich zeige euch aber jetzt erstmal meine Mannschaft. Ihr seht, ich habe ordentlich investiert, Leute. Ich habe zweimal Pack-Luck gehabt. Und zwar einmal habe ich einen 91er Oblak gezogen. Der war 40.000 wert. Und einmal habe ich den Lozano, den ich auch in der Goldkarte habe, als Once-to-Watch-Karte gezogen. Also der ist dann mit dieser schwarzen Once-to-Watch-Karte, die sie eben immer den Werten anpasst. Die habe ich aber dann wieder verkauft und den normalen gekauft. Ansonsten haben wir hier mittlerweile echt eine eine eigentlich starke Mannschaft, sollte man meinen, die dann auch mal schaffen, so zwei, drei Querpässe oder zwei, drei Pässe an den Mann zu bringen. Aber täuscht euch nicht zu früh, Leute. FIFA 20 ist einfach ein Hurensohn der Videospiele. So, wir gehen jetzt aber erstmal hin, Leute, und wir fangen mal ganz geschmeidig mit einem Pack-Opening an. Und wir springen jetzt dahin. Bitteschön. So Leute, mal eben hier 16.000 FIFA Points aufgeladen. Nichts ist heutzutage einfacher als Geld auszugeben und wir holen uns natürlich die Jumbo Premium Gold Packs und das sind eben die mit den Wants to Watch Karten. Pack Nummer 1. Oh, geht da direkt krass los. Ich glaube, es geht direkt krass los. Torwart Schweiz, Sommer. Was hat der? 84er Sommer. Okay. Kann man erstmal zufrieden mit sein. Geht gut los, Leute. Ja, wir gehen direkt zu Pick Nummer 2. Ist auch wieder eine normale Gold. Okay, diesmal noch nicht mal irgendwas Besonderes. Antonio, stärkste Karte 78er, ist natürlich eine volle Enttäuschung. Ja, auch sonst nichts Besonderes im Pack. Ja, und damit gehen wir mal direkt zu Pick Nummer 3. Ist erstmal nichts Krasses. Und es bleibt dabei. Prato. Wer will ihn nicht haben, Leute? Prato. So, Leute. Pack Nummer 4. Ist auch nichts Krasses. Ich werde mal gleich darauf eingehen, Leute, woran man das erkennt, ob das was Krasses ist. Thielemans, ja, okay. Auch nicht so krass. Aber ich sag mal, das kann man natürlich alles verkaufen und dementsprechend bringt das schon ein bisschen Kohle, nicht? So, bevor ich jetzt das Pack öffne, Leute, achtet mal auf die Tür, beziehungsweise rechts und links neben den Türen. Da habt ihr so Abstufungen drin. Wenn diese Abstufungen nicht drin sind, dann habt ihr schon mal eine krasse Karte. Dann habt ihr, glaube ich, ein Walkout. Bin ich mir fast sicher. Ich werde die jetzt mal kurz einkreisen, während die kommen, damit ihr das seht, was ich meine. So, und diese Abstufungen hier, die sind eigentlich nicht drin, beziehungsweise das könnte jetzt schon mal wieder was Besseres sein. Ah ne, ist es nicht, weil ich dachte, das wären so andere Abstufungen gewesen, aber daran sieht man das halt. W-Kurs, okay, 81er, kann man halt auch gut verkaufen. Oh, das war das letzte Pack davon, Leute. Jetzt habe ich natürlich noch 100 FIFA Points, dann machen wir nur ein Gold Pack auf, bitteschön. Das könnte was sein, was nicht so schlecht ist. Oder das könnte was sein, was richtig scheiße ist. Also auch das hat mit den Abstufungen hat jetzt nicht wieder gestimmt. Also ich habe da auch noch nicht so ganz raus, worauf man da so achtet. Aber naja, also ich glaube bei diesen Spezialpacks war das eben so mit den Abstufungen. Aber ganz ehrlich, wir haben nichts Krasses gezogen. Eine einzige Enttäuschung, dieses Pack-Opening. Verdammte Scheiße. So, ich kümmere mich nachher um die Transfers. Wir zocken jetzt erstmal wieder Squad Battles. Ich habe die hier alle abgeschlossen. So, gehen wir direkt mal auf
das erste Team ein und das ist ein 60er Team mit 60er Gesamtwertung und 25er Chemie. Also sollte hier auf jeden Fall was drin sein. Ich muss noch mal kurz die Team-Fitness geben. Da haben wir jetzt 13 Stück von, da spart man natürlich auch eine Menge Kohle. Und dann sind wir durch und wir springen mal direkt zum Spiel. So, willkommen im Spiel und ich bin mal gespannt, ob jetzt hier was Vernünftiges sich daraus entwickelt oder ob ich jetzt schon zeigen kann, warum mich FIFA 20 so ultra abfuckt. Aber das ist natürlich jetzt auch eine extrem schwache Mannschaft. Also hier wird es wahrscheinlich nicht auf so kleinere Fehler ankommen. So ein Squad-Battles-Spiel hat natürlich immer wieder eigene Gesetze. Was haben wir hier nicht schon alles erlebt? Ich bin gespannt, wie es heute wird. Ja gut, also das ist halt jetzt extrem schwaches Team, Leute. Da wird wahrscheinlich keine Scheiße hier stattfinden. Also die haben meiner Meinung nach, Leute, in FIFA 20 einiges verschlechtert. Also erstmal die Pässe. Ich habe mir sagen lassen, das ist wohl das erste FIFA, wo es, wo man ein bisschen kritischer mit den Pässen so umgegangen ist. Heißt also, dass man halt, boah, ich kann nicht reden und dabei erzählen. Luis Muriel. Der Schuss. Also Muriel ist auch tatsächlich mein krassester Stürmer. Der Typ knallt einfach alles rein. Ich habe so viele Stürmer schon gehabt. Balotelli, Muriel, Lukaku habe ich gehabt. Konntest du alle nichts mit anfangen. Irgendwie Muriel ist der Einzige, der da rausgestochen ist. Und Leute, was hier auch richtig, richtig schlecht ist, wobei ich sagen muss, das ist halt was, das ist mir bei FIFA 19 auch schon oft aufgefallen. Wenn du mit einem Außenstürmer, wenn du einen geilen Pass auf einen Außenstürmer spielst und den Außenverteidiger eigentlich schon stehen gelassen hast, dann kommt der ganz locker wieder an dich ran. Ganz, ganz locker, Leute. Da kannst du mit Douglas Costa, der ein ziemlich schneller Spieler ist, da kannst du mit dem da langlaufen, völlig egal. Die holen den ein. Der Ballverlust. Mein, was passiert hier, ey? Der muss da drin sein. Und er trifft. Ja. Das war jetzt natürlich ein Parade-Gegenbeispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Aber Leute, berücksichtigt bitte, das ist eine 60er-Mannschaft. Muriel. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ja, und das ist halt Muriel. So, also 4-0 zur Pause. Jetzt wieder Anstoß. Hier brennt natürlich nichts mehr an. Aber wie gesagt, Leute, das ist halt eine ziemlich schwache Mannschaft. Oh, ey. Ich drück den Steilpass komplett durch, damit er mit dem Außenriss nach ganz oben spielt. Da kommt der gar nicht drauf. Der spielt einfach so einen Hochintelligenzpass, ey. Luis Muriel. Boah, fuck me, ey. Nur ein kleiner Ding rein da. Diesen Ball ab. Rabiot. Sehr gutes Abspiel. Der Ball ist drin. Ja, läuft. Ja, Leute, ich werde mal jetzt hier kurz den Endstand einblenden von dem Spiel. Und dann gehen wir mal direkt zum nächsten Spiel. Und dann mache ich mal eine stärkere Mannschaft. Und dann werden wir hoffentlich... und dann werde ich hoffentlich zeigen können, was ich meine, mit dass die FIFA 20 definitiv schlechter gemacht haben. So Leute, nächstes Spiel, zweites Spiel, eine stärkere Mannschaft. Ich werde die mal eben einblenden, so sieht das aus. Also eine 85er Mannschaft und 100 Chemie. So, und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie das so aussehen kann bei FIFA 20. Der Gastgeber in diesem Spiel, Marc-André ter Stegen im Tor. Oh, alleine schon das, wie er da den zweiten Ball bekommt, ne? Ich habe sofort passen gedrückt, aber bringt halt nichts. Das wird dann, glaube ich, auch mal gerne ignoriert vom FIFA. Auch da wieder, kriegt er den zweiten fucking Ball, ey. Weiter Gefahr, nachschließlich ab. Nangolan. Ja, geht gut dazwischen. Ja, und gegen so eine Mannschaft werden 90% der Pässe oder Schüsse vorne abgeblockt. Das ist so heftig, ey. Also ich muss bei FIFA 20 echt sagen, man kann halt verlieren und das war eben auch schon meine Einstellung in FIFA 19. Man kann verlieren, aber FIFA 20 macht einfach überhaupt keinen Bock, weil die Spieler nicht ansatzweise das machen, was man will oder wozu man die angewiesen hat. Das finde ich hier ganz, ganz extrem. Bei FIFA 19, nein, was für ein Pass. Bei FIFA 19 hat das noch so ein bisschen Bock gemacht trotzdem, weil immer noch irgendwelche Dinge geklappt haben und man eben nicht das Tor getroffen hat, so. Aber hier kommen die Pässe teilweise nicht an. Die Laufwege sind absolut lächerlich. Jeder Scheißball wird abgeblockt noch. Da kommt nur mal so eine Kackgrätsche von den Gegnern und so. Also das ist schon wirklich frustrierend, FIFA 20. Ganz, ganz ehrlich. Im Augenpunkt, ey. Ey, was für ein Pass. Wieso nicht der erste, bitte? Ja, ey. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem
Und es bahnt sich hier ein Debakel an, Leute, ehrlich. Jetzt Douglas Costa. Jo, jo, den hält er. Starker Fuß, Costa. Hält er, natürlich. So, Ecke kommt. Weiterer Eckball für Sie. Und ich habe in FIFA 20 noch kein Kopfballtor nach einer Ecke gemacht. Also bei FIFA 19 ging das mal, weil man ja auch dann die Innenverteidiger, die etwas größer sind, mit nach vorne nimmt. Aber bei FIFA 20, ich weiß nicht, da wird jeder Scheißball abgefangen, ehrlich. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Was? Pass jetzt auf Douglas Costa. Douglas Costa. Boah. Elfer. Es gibt ja schon wieder Elfmeter. Ist das bitter? Ja, aber so. Und ich weiß, Leute, dass viele Leute, die Elfer in FIFA 20 kritisieren, ich finde die eigentlich ganz gut ausgeglichen. Weil dann ist durchaus schwierig hier vernünftig zu zielen. Ich muss mich mal eben konzentrieren. Junge! Alter. Die Möglichkeit zu flanken. Junge, was für ein Scheißpass, Alter! Da war so viel Platz! So was meine ich, Leute, ey. Da kommt dann halt so ein lächerlicher Kackpass nicht an. Florenzi. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jetzt der Ballverlust. Ja, Leute, erste Halbzeit Ende, jetzt noch nichts verloren, aber wir gucken mal, was in Halbzeit 2 geht. Auch da hat er ganz easy den zweiten Ball so. Bei mir, der Rabiot kann sich natürlich da nicht fangen und den scheiß zweiten Ball holen. Nein, Golan. Ja, da wollte ich natürlich hin. Ey, Junge. Man merkt halt wieder, dass hier FIFA extrem mitspielt. Rodrigo. Jetzt könnte er flanken. Ball kommt weit. Da ist es. Gomez. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Aha. Große Freude kommt da jetzt. Na, jetzt tun die Kommentare. Große Freude kommt da nicht mehr auf, sagt er so. Bei 3-1 ist ja noch alles drin, so, weißt du? Aber bei 7-0 sagt er so das Gleiche. Was ist denn hier los? 3-1. Was macht Rabiot da? Wieso geht der nicht auf den Scheißball da drauf? Da ist der Ball wieder weg. Luis Muriel. Er hat die. Luis Muriel. Der Stegen hält. Nice. Und der nächste Treffer. Sie legen noch einen. Douglas Costa. Jo. Diese Grätschen, ne? Ey, Junge, so hat im Leben noch kein Spieler gegrätscht, ey. Komm, Junge, Lozano, du kannst noch. Aber auch da, habt ihr jetzt gesehen, wie locker der dann so von dem Außenverteidiger noch eingeholt wird, obwohl der eigentlich schon vorbei ist. Und Lozano ist auch nicht langsam mit 92. Und der hat Hunter drauf. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Elfer. Ja, Mann. Noch ein Strafstoß gegen sie. Die gehen da im Strafraum einfach nicht gut hin. Wieder mal. Ganz. Ach, die haben übrigens rot gekriegt. Wahrscheinlich für den Elfer vorhin. Wieder auf den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Nice. Verwandelt den Strafstoß. So, Leute, da sind wir wieder, ey. Comeback vom 0-3. Florenzi. Irving Lozano. Jo, was für ein Pass! Ey, Junge, da tick ich aus, aber ehrlich. Das ist so schlecht. Ich spiele bessere Pässe, ey. War das wichtig? Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden. Jetzt geht so, das Verlängerung, Leute. Ich habe schon schwitzige Hände, ey. Douglas Costa. Was für eine Chance. Alter. Luis Muriel. Nope. Als ob er den Pass so abfängt, ey. Gomez. Rabiot. Und nun Nainggolan. Raja Nainggolan. Das könnte die Führung geben. Nice. Phänomenal. Ohne Worte. Casemiro. Steifers Modric. Der Ausgleich. Natürlich kommt der Ausgleich. Natürlich kommt der Ausgleich. Das ist eine richtig interessante Torchance. Ein schwaches Zuspiel. Kein Wunder. Ich kotze gleich hier hin, Leute. Ehrlich. Das gibt's nicht. Was für ein Pass, ey.
Ja, geil, Leute, Elfmeterschießen, ey. Es wird nochmal gehen mit dem Elfmeterschießen. Jo, der passt genau ins Unter. Man kann hier ganz gut sehen, wo die Spieler hinschießen, wenn man auf den Kopf achtet. Nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Natürlich hält er den! Natürlich hält er den! Klasse verwandelt! Ist natürlich fucking auch immer Modric, eine Konzentrationssache, so ein Elfmeter. Ich wollte eigentlich noch rüber mit dem Kreuz, aber naja. Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Toller Treffer. Das gibt's einfach nicht, ne? Das gibt's einfach nicht. Die komplette Verantwortung auf seinen Schultern. Mal sehen, ob er der... Er macht ihn rein! Das ist der entscheidende Moment. Wenn er den versenkt, dann haben sie's. Und Tor! Ja, natürlich! Und erstaunlich, wie ruhig... Leute, ey. Das ist so schlecht. Aber ich meine, natürlich ist klar, aber das finde ich halt so scheiße, dass die das so gnadenlos aussieht. Der Computerspieler kann natürlich so was wie Elfmeterschießen viel besser. Oder das Timing abschätzen, wann er was zu drücken hat, wann er die Grätsche zu machen hat. Aber das muss ich doch irgendwie ausgleichen, weil menschlich hat man eben Grenzen und der Computerspieler hat keine Grenzen. Also, unterm Strich, Leute, FIFA 20 ist ein Fuckspiel, ganz ehrlich. Die haben das noch dreckiger gemacht als FIFA 19. Und damit, haut rein.